Die Biblio Sonnenski auf der Chlibibrücke zu Krebs etwas ganz Spezielles. Der Sonnenski, das ist Heidi Gant dabei. Pensionierte Lehrerin, aber noch lange nicht im Ruhestand. Sie ist die Initiatorin dieser Bibliothek. Es hat geregnet draussen, als ich bei ihr war. Aber Dina, da war der Sonnenski überall präsent. Die Heidi Gant dabei ist ein Sonnenski und ihre Initiative, ja, die macht das Fösacke von dieser Bibliothek. Am besten gehen Sie einfach mal vorbei. Also, wo ich im Grabsenberg aufgehört habe mit der Schule, hatte ich einen Haufen Bücher. Da hatte es eben noch keine Schulbibliothek. Und dann hatte ich im Schulzimmer wahnsinnig viele Bücher. Ich habe einen Haufen Bücher auch dort gelassen. Und dann hatte ich daheim viele Bücher. Ich dachte, ja, hast du schon gesagt, die Bücher irgendwo munde ich hin. Und dann waren wir ja zuerst im Vorderdorf Jan bei der Mosterei Fetsch. Und im 17. haben wir dort angefangen. Und dann hat das Biblio geheißen Mini Biblio Sonnenschein. Oder Mini. Also es waren eben zwei Dinge. Und dort haben wir eben schon, also Karl hat mir auch geholfen, Bücher verleihen und verkaufen oder eben anstatt entsorgen. Eben, der Kerl, muss man sagen, der kennt mal das Schlosswart noch. Ja, der Schlossgeist. Ja. Und vielleicht damit alle verstehen, wegen Mini, Mini. Also Mini im Sinn von klein und eben auch deine natürlich. Ja, genau. Ja. So hat alles angefangen. Und dann haben wir dort Jan, dann auch im 18. haben wir dann den Verein gegründet, Biblio Sonnenschein. Und dahin sind wir jetzt seit dem 2019. Kein Geschäftsinter, weißt du, vom Vater geerbt? Nein, ich bin keine Geschäftsfrau. Sonst würde ich, hätte ich mehr. Ja. Aber und durch deine Umtriebigkeit und Nähe mit den Leuten ein bisschen von der Joli, gell? Ja, also schon ein bisschen von der Familie, halt von der Schule. Es ist einfach ein bisschen, ja, meine Art, oder? Ein bisschen hat er seine Art schon, oder nicht? Ja, ja, sag ich. Ein bisschen Temperament, ja? Ein bisschen schon, ja, genau. Und im September, also im 2020, hat dann eben der Mosterei Fetsch Eigenbedarf angemeldet. Und dort war ich am Boden zerstört. Weil ich dachte, meine Güte, wohin gehe ich mit all diesen Büchern? Und ich weiss noch, ich heimkomme bei der Kanne, hat mein Zürcher gestorben. Oder, weil ich war kreideweiss und hat mich einfach brutal mögen. Und dann haben wir eben ein Zwischenlager gesucht. Aber es ist schwierig, es zu finden für so viele Bücher. Ja. Und dann dank dem Tom Lindenau, weißt du, genau. Velodin hat. Er ist ein Bücherfan und seine Mama auch. Die, haben sie mir ein günstiges Angebot gemacht, sonst hätte ich das nie können zahlen. Ich habe noch einen Geschäftsmann gefragt und er hat gefunden, ja, das kommt zu teuer, oder? Und dann haben wir dann eben das bekommen und da unten ein Zwischenlager. Das ist aber unterdessen jetzt leer, weil dort hat der Velo dahin. Und im anderen ist ja das Kinderkleidergeschäft, Secondhand-Geschäft. Genau. Und da hinten so ein Velo kann früher, gell? Ja, ja, da ist. Und dann nach dem Velo, nach dem Otto Lindenau, es ist dann dahinter Fischli. Ja, ein Aquarium ist er gesehen. Ja, der Fischli-Tiner. Ja, genau. Ein Fischli-Tiner. Und dann hat einmal noch ein Kleidergeschäft, also für Babys und so, aber relativ Kopfni war und so. Und dann hast du gedacht, ja, irgendwie das Grabs geht es nicht so lange. Also der Raum hier bei der Chilbibrücke, wie wir sagen, ja, der ist schon vielfach eben gebraucht worden. Das ist eigentlich Gold wert. He? Ja, und das war ja früher eine Bank. Wir, genau. Wir haben jetzt nur den Schlüssel, ein Schlüsselfeld, aber der Otto wüsste, wie man in einen Tresorraum. Aber ein Schlüssel fehlt, sonst könnten wir rein. Wenn wir hier die Tür öffnen können, dann immer freut, wenn das Rad zeigen und ich habe gemeint, es sei nur ein Tresor, aber es ist ein ganzer Tresorraum. Aber ich sage dir eins, da habe ich eine Lösung. Da musst du Talis Gabentuhl erholen und dann tut sie dort einen Krimi schreiben und dann ist das Rasser gelöst und dann kann man den Tresor öffnen, genau. Oder nicht? Mit der Alice habe ich ja guten Kontakt, weil sie, wenn ich jetzt ein Thema suche, kann ich ihr melden bei ihr, auch wenn ich Schule oder für andere lehre und dann bringt sie mir heute neue Bücher, auch für ihre alle Bücher da. Aber ich habe mehr für die Oberstufe. Mit ihr einen guten Kontakt. Ja, nur eben der Tresorraum bleibt jetzt halt zu. Vielleicht finden wir ein kleines Schlüssel noch, wo fehlt. Der grosse Hämmer. Drei fehlt halt noch. Und dann haben wir dann da eben die Zügel. Jetzt könnt ihr euch vorstellen. Tausende von Büchern, wie zügeln wir die? Dann habe ich drei Samstage eingerechnet.
Und dann haben aber die Familie Rivera und der Karl und noch drei Bekannte haben wir in einem Samstag alles zügeln können. Ich konnte es nicht fassen. Wir hatten einfach ein gutes System, aber da muss man vorstellen, dahin in beiden Räumen sind nur die Taschen gestanden. Nur die Taschen. Und dann die Gestelle haben bei Haut und Horn nicht gelangt, weil dort, wo die Bibel vorher war, war ja Buchdruckerei, weißt du, im Vorderdorf. Ja, genau, ja. Und dort hat es überall Einbauschränke und Zeug und Sachen gehabt. Und da habe ich dann zum Teil bekommen und ein grosses Glück gehabt, dass beim Grossbrocken, wie es genommen ist, hat gerade ein Büro alle die weißen Möbel gebracht. Und dann haben sie mir die sehr günstig verkauft und gerade hergestellt. Darum ist hier aus eben alles weiss. Ja, Heidi, weißt, dein Vater hatte Schuhe gehabt, hat dort dann einmal die Musterschuhe können kaufen. Manchmal haben wir eine Nummer zu klein genommen, weil er aus 42 hatte. Ja. Ich glaube, du hast gleich noch ein bisschen Geschäftssinn. Ich glaube, gleich ein bisschen, ja. Ja, ich glaube das. Und das Büro vom Vater ist übrigens immer noch. Ja, eben. Da unten mit dem Leder. Und dann haben wir ja die Bücher jung gehabt. Und das sind jetzt etwa 2x50 Quadratmeter. Aber wenn du mal auf die Webseite gehst und schaust, dort habe ich selber ein kleines Film gemacht. Aber dort sind natürlich, ist eine Lage da mit Terrassen. Jetzt haben wir natürlich schon nochmal einen Tisch und zwei Lagen. Wir bringen sie ja sonst nicht unter, oder? Und dann ein Höhepunkt war aber, wo die Malerin Sabrina Göldi, die ist jetzt ganz bei einem Maler, und die Freundin von David Zach, die Schreinerei hat, haben die eben wollen auch so einen Wagen machen für die Diplomarbeit als Malerin. Und dann, da habe ich noch den Rotwagen, ist der Wagen noch rot gewesen, mit dem Schloss drauf. Und dann hat mir endlich das Schloss der Wagen geschenkt, weil ich gesagt habe, ich kann nicht den Wagen ummalen lassen und dann gehört er nicht mehr. Und der gehört mir privat, also nicht dem Verein. Das habe ich vom Ding bekommen, vom Schloss. Und dann haben die Mädchen eben wollen, oder Fräuleins, haben sie selber so einen Wagen machen, aber die Wagen sind heute gar nicht teuer, so ein Bauwagen. Und dann haben sie mich gefragt, ob sie nicht die Erdöre umspritzen. Ja, habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Und dann hat der David Zach, mein ehemaliger Schüler, dann ist ein Traktor gefahren, dann haben sie den Wagen auf Rütti genommen. Und dort haben sie den ganz abgelogen und neu gespritzt und die Innenausstattung gemacht, wie es jetzt ist. Das Holz neu und jetzt ist aber der blaue Bücherwagen, nur der Rot hinter dem Volk. Ja. Und dort habe ich heute noch jedes Mal eine Freude, wenn ich hergehe. Es ist einfach schön mit den Bildern, die sie drauf gemacht haben und so. Und eben die Sabrina, die ist jetzt neu im Vorstand gekommen. Obwohl sie noch eine grosse Ausbildung gemacht hat. Wir haben nur Freude, dass wir eine Junge gefunden haben, die das gemacht hat. Jetzt hast du hier eine Bibliothek, was hast du denn da für Bücher? So? Also einfach für Jung und Alt, oder was sind denn da so? Also Bücher habe ich oft, ja, kannst du eigentlich alles haben. Ich habe einfach Bücher, die es sonst nirgends gibt. Oder zu Thema. Ein Haufen Biografien, dann Bergsteigerbücher, dann von der Schweiz ein Haufen Bücher, vom Werdenberg, dann nach dem Zweiten Weltkrieg, also ein Teil Weltkrieg, aber nicht viel, aber die Geschichten. Dann da just im Schwarzen Gestell sind alle etwas mysteriöse Bücher. Also, ja, man kauft alles. Und hast dann, du eine Archivliste? Das kann man anschauen, was du so alt sagst. Die Leute müssen mich fragen, dann kann ich sagen, dort ist Sepp und Sepp, Gabi und ich haben schon mal im Sinn angeschrieben. Aber weil wir jetzt alle wieder ein bisschen müssen wechseln müssen, sehr gefragt sind einfach die Rumänen. Alter Gottesgatzig, also von Normalen bis Kopne, dann ganz ein Haufen Diognes, die Kleinen da. Und unten durch Luther Bildband fallen Länder, aber die sind eben schwer, die haben dann gestellt, krachen sie unten durch, aber die werden fast nie ausgelehnt. Aber die Kunstbücher, ein ganzes Gestell ist nur über, sind nur Kunstbücher und wahnsinnig viel Krimi. Also Krimi sind heiß begehrt. Und im Bücherwagen, die eben gehen weg wie frische Semmeli. Und dort habe ich ja ein riesiges Gestell. Und unter den Tischen sind noch schon 5-6 so Herrensli, nur Schweizer Krimi. Woher hast du all die Bücher? Die bringen wir eben die Leute dann. Aha. Ja, weil sie wollen es dann nicht entsorgen. Und, aber ich kann nur alles nicht. Ein Teil muss dann halt entsorgen, weil die Brocken sind unbedingt. Und die schicken es dann mir. Und Kinderbücher,
Da habe ich am Anfang fast keine bekommen, weil die meisten Leute haben es behalten für ihre Kinder und für ihre Grosskinder und so. Und jetzt kam ich aber längere mehr über. Und habe jetzt also da von Klien weg bis dorthin, der Fantasieroman, die haben wir jetzt extra noch in ein grosses Gestell getan, weil ich so schöne Bücher dort habe. Und da auch von den Kindern habe ich einfach alles, was es irgendwie gibt. Einer ist einmal gekommen und gesagt, er habe in der Bibliothek Buchs gelesen, die dort aussehen, ob ich von diesen Serien noch habe. Und ich habe natürlich dann ein ganzes Herrässchen voll, oder? Und habe so zu verschiedenen Themen, Teile lehnen aus, wie über Eisbären oder Piraten. Eben, so kann man bei dir auslehnen, oder? Ja, und dann kommen sie so ein paar Wochen an, bis sie das Thema durch haben, oder? Und kann man mit der Klasse hierher kommen und du erzählst noch Geschichte, oder? Ja, also, wenn das letzte Jahr ist, von jedem Schulhaus einmal eine Klasse von da gewesen, und dann können sie sagen, mit was sie sich gerade befassen, oder die Kinder können dem Lehrer sagen, was sie interessiert. Und dann habe ich für alle Kinder zu diesen Themen Bücher rausgelegt. Dann haben sie können schauen oder können sagen, wo was ist. Wir haben auch viele für technische Bücher und Fahrzeuge und Weltraum und ja, alle Gucker und einen Haufen Dinosaurier. Die haben sie noch heiß begehrt in der Regel. Da habe ich ganze Dinge noch von früher her. Dann Traktoren, Auto und so Zeug eben auf der Webseite. Dann ist es noch etwas genauer beschrieben. Dann haben wir auch DVD, ganz viel, CD, Hörbücher, da müssen die Leute nicht immer von Zürich holen, dort habe ich ganz viel. Dann Spiel und auch ganz gute Spiele haben wir jetzt gerade von Sennwald, wo ich Schule hatte, einen Bub und die Eltern gebracht, die mit diesen Stickern, die man dann kann, Toy, ich weiß auch nicht genau, was heißen. Also die Tür sind teure Sachen, die haben sie mir auch gebracht. Aber da bringt man dir eine Kalze so, ja, gell? Ja. Ja. Und dann habe ich da ganz viel Kunst, also zum Zeichnen, zum Malen. Und Teil ist auch gratis. Aber da kommt es dann mehr rauskopieren. Die habe ich selber auch gepostet. Das sind relativ teure Bücher. Dann habe ich da noch so DVD und Bilder, DVD und so Disney-Bücher, die habe ich noch am Berg gehabt. Und dann hat mir ein Kollege, das war zwar dann noch etwas teuer, aber hat er alles auf DVD gespielt. Und die sind eben ganz gut dort. Dann du bist ein richtiger Fan, gell? Die, ja. Du hast gerne Bücher. Ja, und da hinten, ja, wo ich fast alles eingerichtet habe, ist einer vom Lichtersteig und hat mir 300 Kinderbücher gebraucht, Bildbände. Aber wirklich lutherschöne. Und sie hat mir am Schluss so gerne einen Rosenstrauß gebracht, weil sie froh hat, dass sie es mir können bringen konnte. So herzig. Aber eben, es ist dann zwar das Problem, wo wir sind und dass es noch etwas geordnet ist. Dort hinten in der Ecke sind alle Mittelalter-Bücher, also über das Mittelalter habe, wobei dort habe ich daheim noch viele Sachen, weil ich auch viel auf dem Schloss gemacht habe. Und was haben wir noch gesagt? Ja, gut, da kann man nicht alles aufzählen, das ist unglaublich ja, viel. Und Bildband habe ich auch viel. Was wir auch ganz viel haben, wo beliebt sind, sind Putzle. Ja. Die Eltern sagen, die machen es nur einmal. Und dann sind sie froh, wenn sie es auslehnen, oder? Ah, da kannst du alles auslehnen in dem ja. Fall. He? Und öfter mal fragen. Und da ist ein Stuhl, kommt es noch da sitzen, machen sie da öfter mal öfters, oder? Ja, wenn die Kinder kommen, dann hocken sie an die Tischli, oder wo du sitzt, das ist alles noch vom Berg, die Hocker. Dann hocken sie dort her und schauen ein Büchlein an. Ich habe schon kleine, wenn die Mama und Post ist, kommen sie her und lesen dann schon aus, was sie mit heimnehmen wollen. Und der Vorteil ist eben bei mir, dürfen Sie den Tom einblenden, aber kann man bei dir auch sonst mit Voranmeldung etwas ja, machen? Wenn, also jetzt bin ich halt ein bisschen eingeschränkt, aber jetzt komme ja. Ich vom Ferien weg wieder. Also eingeschränkt bist du auch eben arbeitstätig? Ja, bist, ja natürlich. Darum habe ich sicher Mittwochnachmittag und Samstag haben wir auf dem 11. Uhr weg jetzt ja, offen. Ja, oder, ja. Dass es ein bisschen länger ist. Und du machst das also eigentlich alles mehr oder weniger gratis, gell? Ja, natürlich. Jetzt langsam haben wir mehr Mitglieder, jetzt sind wir unterdessen etwa sind wir glaube ich, 70 Mitglieder. Jawohl. Und dann gibt es dort Mitgliederbeiträge. Oder auch hier mache ich auch Chörli-Probe mit dem neuen Chörli, den ich habe, Sonnenschein-Chörli. Ja. Auch alle mit Trächtli. Und wenn die Eltern fragen, was wir können geben, dann sage ich, ja, dann können sie für 30 Franken Mitglieder werden da in der Biblio. Ja, ja. Oder machen wir es eben. Weißt du, jetzt hat man halb von digital und Bücher laufen nur so. Aber du machst es die andere Erfahrung irgendwie. Ja, gell? Also da kommt wirklich kommt wieder viel.
Und auch ich mache nichts digital. Ich habe so Listen, wo ich alles aufschreibe, Telefonnummern von den Leuten. Und dann trage ich von Hand, was sie ausgelehnt haben. Also du hast das Gefühl, die Leute lesen auch alle will noch, gell? Nicht nur einfach. Ja, es gibt. Und wieder längere mehr. Und vor allem, was mich freut, es kommen wieder längere mehr Mütter mit den Kindern. Ja. Und auch von Jüngern und so. Und auch ältere Leute. Ein Haufen unterschätzen es noch. Wenn es dann einkommt, dann sagen sie, oh, sie hätten gar nicht gewusst, dass das so riesig ist. Und wir müssen jetzt auch da wieder ein bisschen mehr Werbung machen, weil natürlich, jetzt ist es ein bisschen besser, aber die ersten Jahre, da habe ich natürlich, das war schon ein Bericht, gewesen, hat man es raus, ich glaube, im ersten, zweiten Jahr, habe ich 10'000 Franken investiert, selber. Darum bin ich froh, wenn ich an Schule gehe, auch jetzt noch, um eben das zu zahlen, weil der Zins ist noch nicht die aus. Darum suchen wir auch wieder Sponsoren, jetzt muss ich ihn gleich wieder anschreiben. Und es kommt jetzt so wieder der Kulturprozent im Migros, wo jetzt aber früh genug publik macht, dass für die Bahn kann man einscannen. Und das letzte Mal haben wir zwei Wochen später angefangen und gleich noch 1500 Franken bekommen. Und bei den Lokalhelden da von der Raiffeisen, dort haben wir auch 3000 Franken. Aber eben, du hast schon klar gesagt, vor allem dein Engagement ist da so eigentlich da überhaupt dem Erfolg Pate steht, oder? Ja, eigentlich schon. Nicht so Gabi, wo mir viel hilft. Gabi ist deine Tochter, also meine Tochter, weil wenn ich jetzt eben eine Schule gebe und noch daheim jetzt da habe mit den Tieren und mit allem, dann tut sie anfangen öffnen um 11 Uhr. Oder dann komme ich mal früher und sie nachher. Und eben vor allem die Deko habe ich dann vorher eben alles ohne allein müssen machen. Ja. Und jetzt macht sie natürlich das super und das gibt eine enorme Arbeit. Jetzt haben wir müssen sehr viel wechseln, aber im Weihnachten weg ist, kommt der Winter. Und dann muss man nicht so viel, aber im Frühling muss man dann wieder ein bisschen mehr wechseln. Also man könnte dir natürlich noch ewig lang zuhören. Eben, man kennt dich natürlich von deinem Elan, von deinem Engagement und mit deinen Chörli. Einfach, wenn du etwas anpackst, dann machst du es irgendwie aus Engagement, aus Freude raus. Gell? Du denkst eigentlich nie zuerst ans Geld. Selbst ist eindeutig nicht. Ja? Ist eben, von dort her bin ich eben nicht wie mein Vater und Bruder Geschäftsfrau. Ja, genau. Sonst könnte ich ein bisschen mehr. Aber ich habe dann dafür immer gute Leute, wo wir eben wieder einmal, wo wir die Webseite günstiger gemacht hat, der Nele, der Ilic. Genau. Und das ist im WO dort auch, gell? Ja, genau. Und dann habe ich gute Leute, die dann im WO noch wieder geschrieben haben, der Hans-Peter Turnherr, oder die da für die Lesungen gekommen sind. Ja. Der Armin Öri, Doris Röckle, der Hans-Peter Turnherr, Peter Wittig, der Thies Isler war jetzt da mit seinem neuen Buch gewesen. Und dann, ja. Und die Bibliothek wird halt auch mal sein, wenn ich nur so viel machen kann und wenn ich vielleicht nur so gut zu Fuß bin. Und es ist einfach wirklich ein Treffer jung und alt. Ich habe also ältere Leute, die zuerst nur in Wagen sind, die Jungen. Und sitzt aber da ist, kommen sie eben da rein und dann kann man eben erzählen und sie kann mir noch empfehlen, welche Bücher gut sind. Dann kann ich es wieder weiter. Ich habe dann so Kisten, wo die guten sind, weil jetzt kommen Leute und sagen, oh, hast du mir jetzt schnell, ich habe nicht viel Zeit. Und dann kann ich sagen, die sind gut, die sind gut. Oder? Und Teil Bücher dann ich nicht einmal raus, die sind nicht mein Pult im Büro. Ja. Weil die sind so begehrt, da haben die eine Warteliste, weil die eben Bücher dann nicht. Hast du Ausleihgebühren auf der Webseite? Ja, also bei uns kostet es 2 Franken, und darum werden wir nicht so reich. Und also was heisst 2 Franken? Pro Buch zum Auslehnen. So. Ja. Eine Woche dann, oder? Nein, unbegrenzt. Also ich muss jetzt wieder mal schauen, derjenigen, die schon ein Jahr haben. Und dann haben sie der HV mal gesagt, ich soll die Erwachsenen für 4 Franken. Ja. Sonst kommen wir auf keinen grünen Zweig. Ja. Ja. Und jetzt haben wir Erwachsene 4 und Kinder oder Jugendliche 2. Oder heute schon mal gebe ich einmal eins gratis mit. Und kaufen, oft wenn es nicht in einer Serie hin ist und die Mamas fragen oder wer es ist, würdest du das verkaufen, dann nachher tun wir so mal für 4-5 Franken. Je nachdem, gut, anders vielleicht auch mal für 10. Ja. Oder das Grabserberger Buch ist heiß begehrt. Das erste Leute am Grabserberg habe ich am Anfang für 35 Franken gegeben. Und dann hat einer gesagt, bist du froh? Das kostet 70 im Brocki. Und auf der im Internet ist sogar bis 140 gehandelt worden vorher. Dort verlange ich dann noch etwas mehr. Also spezielle Sachen. Ich glaube, man muss, eben, um das alles zu sehen, wirklich selber daherkommen. Aber jetzt vielleicht noch die Frage: Was ist so dein grösster Wunsch? Oder das, was dir noch. Weißt du, denken, wäre jetzt schön? Ja, also der grösste Wunsch ist einfach, dass noch mehr Leute kommen.
dass sie das entdecken, vielleicht später, dass ich auch mehr offen habe. Wir haben auch mal mehr offen, aber es hat nicht viel gebracht. Aber ich hätte schon Freude, wenn noch mehr Leute kämen und so eben junge, und junge kommen auch schon mal, aber Ältere oder Mamas mit ihren Kindern und auch die älteren Leute. Also das habe ich auf der grössten Wunsch. Und dass ich noch ein paar Sponsoren fände, wieder Sponsoren fände, weil mein Traum wäre einfach, dass ich den Zins von 1100 Franken, dass ich den rausbrächte. Das andere ist mir egal, ich muss nichts verdienen und so. Aber der Zins, ich komme noch Versicherungen und Zeug und Sachen dazu. Aber es wäre schon der Traum, dass wir es eben herbrächten. Also ungefähr gegen die 30'000 Franken im Jahr, das wäre schon schön. He? Ja, das wäre dann schon das Maximum, ja. Oder? Nein, wir sind zufrieden, wenn wir es herbrächten. Ja. Ja, und dass die Leute weiterhin Freude am Lesen haben. Und was mich auch sehr freut, ist eben, dass ich wieder so ein Chörli habe. Kindergarten bis 10-Jährige. Sind 12, aber alle voll Fan. Lustige, fröhliche, da kann ich aufdanken, wenn wir üben. Alle haben wieder Trächtli, dann Taler schwingen. Die Buben fangen wieder an, 2 habe ich noch, wieder Fahnen schwingen. Und ja, Sepp erhalten mich und ist auf die Herzung mit diesen Kindern. Da haben wir eben schön Platz zum Üben dahin. Immer am Donnerstag eine Stunde. Jetzt haben wir dann gerade einen Auftritt im Stüttlihaus am 20. Und das ist also das Wichtigste. Das Chörli ist eins, die Bibliothek ist das andere. Und ja, auch eben Gesundheit, gell? Genau. Und eben den Bücherwagen nicht vergessen. Dort haben wir jetzt hergebracht, der WNU hat ja noch einen Bericht geschrieben. Es kommt langsam, dass die Leute dort nicht entsorgen. Obwohl wir riesige Verbotstafeln haben, wir haben dort keine eigenen Bücher bringen. Und dann gleich stellen sie wieder mal eine Kiste voll Bücher ein und die sind einfach schwer zum Aussehen und Sortieren. Aber es hat bessert und dort tut auch Gabi immer am Abend zu und alles wieder schön einjörneln. Also es ist auch schön nach Thema gestaltet und dort haben wir auf die Ware ein, die wir hier doppelt haben oder hier im Omnikum brauchen. Der Bücherwagen wissen vielleicht nicht alle, wie es funktioniert. Da muss man vielleicht 2-3 Worte darüber verlieren, gell? Ja, also Bücherwagen ist schon gross angeschrieben. Kann man einfach Bücher gratis mitnehmen. Man kann es behalten oder wieder zurückbringen. Aber keine anderen Bücher zurückbringen. Und nur herlegen und wir dann sie wieder einordnen. Und dort kommt schon viel. Klar haben wir Freude, wenn es dann nachher auch hier reinkommt. Zwischen dir mal. Weil da verdienen wir ein bisschen aus dem Bücherwagen nicht. Aber dafür hat es so wieder Leute, die halt vielleicht hier nicht am Mittwoch, Samstag kommen, und kommen gleich Bücher holen und kommen gleich lesen und so. Und dort muss man eben dann auch wieder mal ein bisschen Modernes noch von der Kinder hin. Jetzt haben wir noch mehr Bücher. Erwachsene haben wir immer gute Auswahl. Aber gleich ein riesiges Engagement, das nicht jede Gemeinde hat. Und das ist ja auch etwas wert. Kriegst du dann auch dementsprechende Rückmeldungen über, von den Leuten für dein Engagement, dass du auch eine Wertschätzung hast, oder? Ja, also die Leute haben Freude. Die Leute haben wirklich Freude. Sagen es viel und sehr schön und so. Und viele haben mich halt dann eben gefragt, ja, weiss denn die Gemeinde oder ist da hergekommen? Ist dort schon hergekommen? Und das ist etwas vor einem Jahr. Nicht gross gewesen, aber das macht mir nichts, ich mache es nicht wegen dem. Und jetzt sind aber auch zwei vom Meirat sind auch Mitglieder hier in der Biblio. Drei super, jetzt, der Präsident super. Und neu. Dann kommt der Sonnenschein zum Tragen, he? Ja, genau. Nein, das wichtig ist einfach, dass die Kunden Freude haben. Und das werde ich so lange, ich weiss nicht, was passiert, wenn man hier könnte, oder? Wenn ich müsste raus, ich glaube. Ob wir dann noch mal die Energie hätten zum Zügeln oder etwas fänden, das zahlbar ist, um es einzuräumen. Darum hoffen wir, dass wir so lange als möglich noch hier kommen, dahin bleiben. Und eben immer mehr Leute kommen. Aber ich glaube, ich bin optimistisch. Und dann kommt es natürlich auch in der Ferien schon weniger. Wenn es schönes Wetter ist zum Skifahren oder im Sommer zum Baden, kommt es weniger. Und dann nicht schon bei wüstem Wetter kommt wieder mehr. Also, ich mache es einfach gerne und habe Freude. Und dass man eben so Zeug nicht entsorgen muss, sondern dass man es noch weitergeben kann.